Hä, Stufe 25 Bauer. Hä, wie bin ich Stufe 25 geworden? Egal, meine Freunde, was geht? Willkommen zu Stardew Valley, meine Damen und Herren. Ja, weiter geht's, meine Damen und Herren. Wir haben hier in diesem Part immer noch geraped Ibims. Junge, kann er sich mal verpissen, Alter? Junge, wenn mein Bruder noch mal anruft, ne, ich gehe da dran und schrei den zusammen, Alter. Und dann mute ich mich, sag den, der soll. Ja, es geht nicht. Das wollte halt echt Ich nicht halte weggehen. mich da, die muss mir nicht die Beine vertreten. Aber an diesem Spiel finde ich es gut gemacht, dass man halt trotzdem danach durch kann. Hast du ja gesehen, ne? Bei Harvest Moon würdest du da 10 Stunden warten, bis du dich verpisst. Das hässliche Viech. Wo ist der Hund? Keine Ahnung. Zweiter Weihnachtstag, schenkt der Hund doch mal was. Guter Witz. So, meine Damen und Herren, weiter geht's. Wir haben hier immer noch das Gerape von Ibims. Wer den nicht kennt, letzten paar Mal eine kleine Beschreibung gegeben, oder? Hurensohn einfach abgepasst. Naja, wie gesagt, ein Level 84er, der sich cool fühlt, weil er nicht in die Mitte geht beim XP-Farmen in Shellshock. Hat sich ganz cool gefühlt, dass er Erster war. War Level 84, wir waren Level 50 und Fire war Level 20. Hat sich cool gefühlt, dass er Erster geworden ist und hat gesagt, ja, wie schlecht seid ihr denn, dass ihr in die Mitte geht? Und er ist Ja, halt weil einfach er ihn scheiße als Level gekillt und 84er. zerstört. Und er hat halt nur knapp gewonnen, ne? Ich war sogar Zweiter. Und er war knapp vor mir. Das ist erbärmlich. Wie kann man eigentlich nur so schlecht sein? Wie kann man eigentlich nur so schlecht sein? Der hat nur gewonnen, weil er nicht in die Mitte gegangen ist. Als Level 84er. Dann frage ich mich auch nur so, bist du scheiße oder was ist mit dir los, Alter? Ist ja klar, wenn man außerhalb der Mitte steht, dass man da gewinnt. Ist ja ganz klar, aber warum sollte man nur aufs Gewinn achten, sondern man sollte eigentlich darauf achten, seine Waffen zu verbessern und jeden auch eine Chance zu geben. Ist auch scheißegal, wer Erster ist, Alter. Wie kann man eigentlich nur so deswegen so ein Loser sein und sich auch noch cool fühlen? Das ist. Nah. Als Level 84er hätte er so, wie gesagt, so oder so gewonnen. Also, das verstehe ich halt einfach nicht. Klar, du hast vielleicht als Level 84er immer Pech oder das Kackwaffen, aber. Junge, trotzdem, als Level 84er hast du 1000 geile Waffen. Selbst wenn du mal 3 Runden lang nur Scheißwaffen kriegst, irgendwann kriegst du ja eine gute und dann holst du schon locker wieder auf, weil die Waffen so krank sind, dass sie viel Damage machen, verstehst du? Wenn er eine Atombombe zieht, dann ist er so oder so Erster gewesen. Als Level 80er hast du eine scheiß Atombombe, Alter. Deswegen verstehe ich das nicht, warum man sich so cool fühlen muss. Oder? Ja. Wie gesagt, du bist nicht cool. Und generell können wir auf dieses ganze Ibims-Zeug da auch noch drauf eingehen, oder? Das Ja. findest du ja auch unwitzig, ne? Ist halt nicht witzig, ist halt komplett ausgelutscht, unwitzig. Keine Ahnung, Alter, das ist so nervig einfach nur. Es ist so ein dummer Humor, das ist. Ist das überhaupt Humor? Ich weiß es nicht, Alter. Das ist so unwitzig, das ist. Sorry, aber da lache ich ja über Drachenlords-Witze mehr. Was? Ich werde den Mega-Nuke zünden. Okay. In so einer Runde. Also wie gesagt, da ist sogar Drachenlord witziger als dieses ganze Zeug da, Alter. Ohne Witz. Und das ist noch nicht mal als Scherz gemeint, sondern das ist sogar so. Drachenlord ist halt wirklich witziger als das da. Und das auf eher unfreiwillig. Okay, der ist sogar. Also der versucht halt witzig zu sein. Das Versuchen, das witzig zu sein, ist witziger als Ibims. Nicht das Ungewollte. Also das Ungewollte ist ja klar, dass es das witzig ist. Aber dass er sogar gewollt witziger ist als das Ding, das ist halt echt einfach nur. Ja, das ist einfach nur. Das ist schwierig, dass man das schafft. Oder? Wie viel macht eigentlich ein Nuke? 100 pro Person. Und der Mega Nuke macht, glaube ich, sogar noch mehr.
So. Ja gut. Also wie gesagt, dieses Ibims-Zeug ist echt unwitzig, oder? Oder was sagst du, Feier, noch? Willst du noch irgendwas äußern dazu? Nö, IBIMS oder so, die ganze Scheiße ist einfach behindert. Und dieses Fong, ne? Ja. Oh, ein Mega-Nuke, Alter. Ich Was habe mir damit? kurz ein Video angeschaut, wie die Nuke einfach aussieht. Schon geil gemacht. Na gut. Ja, Feier wie immer ein Genanfall. Ja, wie immer, Alter, halt die Fresse, du Hurensohn. Wie immer. Wie immer, meine Damen und Herren. Ist ja nichts Neues. Hurensohn. So. Lass es einfach. Gut, also was haben wir jetzt noch für ein Thema? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich gerade reden soll. Wir wollten ja eigentlich noch zwei Parts machen. Das ist der zweite Part von vier, die wir heute machen wollten. Und ja, ich habe eigentlich schon Lust, noch weiter zu spielen. Also ich habe kein Problem damit, jetzt die vier Parts zu machen. Es ist der dritte Part. Ist der zweite. Stimmt. Wir machen ja nicht nur ein Tagespart, sondern wir machen ja jetzt zwei Tagesparts. Stimmt, das hatte ich voll vergessen gehabt. Ja, und es ist halt komplett gechillt für Fire wahrscheinlich. Ich zocke ja hier nebenbei. Aber für mich ist es eigentlich auch gechillt. Also ich muss hier mich nicht konzentrieren oder so. Ich tue hier einfach nur die ganzen Sachen hier rein. Und ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch so bestimmt ein paar Fragen, wie lang geht dieses Spiel noch? Ich weiß ja nicht, ob das jemand sich noch fragt oder so, ne? Ja, wie gesagt, wir brauchen 13 Millionen insgesamt. Also, man kann sich ja bestimmt auch jetzt cheaten. Ja, aber warum sollte Ich ich? weiß. Hätte ich das gemacht, dann hätte ich schon längst dieses LP beendet. Aber ich will es ja alles auf Legend-Weise machen, meine Damen und Herren, und deswegen wird das schon seine Zeit dauern. Wie gesagt, wir können ja immer wieder über was reden. Ist an sich ja ein gechilltes Projekt, oder? Und ja. Wir haben jetzt erst 1 Million, Alter. Ja, aber wie gesagt, der Winter ist halt echt einkommensschwach. Da bekommt man echt sau wenig Geld und so. Deswegen ist das immer so eine Sache. Im Winter kriegt man voll wenig Geld. Und ja. An sich. Ich weiß nicht, wir müssten schon um die 300 Parts erreichen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir bis wir die 13 Millionen haben. So ein Projekt gibt es nie wieder. Ja, sowas gibt's glaube ich echt nie wieder. Wenn das Projekt vielleicht sogar die 500 knackt, Alter, dann weiß ich auch nicht. Aber es kann ja alles sein, oder? Bist du geisteskrank? Warum? Warum? Ob es ein Let's Play auf der Welt gibt, was 500 Parts hat. Stimmt, gibt's ja nicht. Minecraft von Gronkh gibt's ja nicht. Ja, okay, scheiß auf Kronke. Was? Genau. TDT von German Let's Play. Aber ja, gibt's natürlich nicht. Ja, scheiß auf German. Gibt's Hey, wie natürlich viele nie. Parts hat das? Was denn? Ja, TTT. Von German Let's Play. Locker so um die 500 bestimmt. Doch, ohne Witz. Wo ich das geguckt habe vor 2 Jahren, das hatte 200 schon. Also ich denke schon, dass es um die 500 hat. Wie gesagt, ich gucke es aber auch nicht mehr wirklich. Ich habe es mal aktiv geschaut vor 2 Jahren, aber inzwischen nicht mehr. Wer ist denn dieser Jump-Let's Play? Also den kenne ich halt natürlich nicht, das ist ja ganz klar. Ist für mich ein Unbekannter, denn ich habe den zwar vor 2 Jahren geguckt, aber ich kannte den natürlich da nicht. Ist ja ganz klar, man ist ja nur zufällig drauf Kennst du gestoßen den? und ich habe mich selbst im Part gefragt, wer ist dieser German Let's Play, der die ganze Zeit spielt. Das habe ich mich ganz halt schon gefragt. Ne? Ja, ganz klar.
magst du Yandablau? Ob du den magst, habe ich dich gefragt. Und ja, meine Damen und Herren, weiter geht's. Weiter geht's. Was denn? Was denn? was hast denn du gemacht? Alter, guck mal. Guck mal, wie viel die kostet. Guck sie an. Nur ein Wein. Voll wenig, Alter. Halt die Schnauze, das ist das Höchste, was du bekommen kannst. Voll wenig. Ja, übel. Ist übel wenig. Wir machen halt sehr, sehr wenig Umsatz. Yeah. Ey, Feier, willst du eigentlich eine Wurst? Willst du eine Wurst? So, wir haben bald unsere 1.100.000, oder? Würde ich an der Stelle sagen, so. Yeah. Oder? Du hast ja gesagt, es gibt einen Cheat an sich in Stardew Valley. Ja, gibt's auch eine Cheat Engine für Stardew Valley. Gibt es auch. Aber die habe ich nie benutzt. Wobei doch, ich hatte so einen Account, wo ich das mal getestet habe. Ob das funktioniert. Ja, es geht. Es geht, wie gesagt. Da macht ihr doch. Da macht ihr doch deine 12 Millionen drauf. Genau. Bestimmt. Okay, 11 Millionen, da kannst du noch mal eine Million. Das wollte ich zwar machen sogar wirklich, weil ich die nicht legit machen wollte damals. Aber jetzt mache ich sie einfach legit, denke ich. Mann, verpiss dich, du scheiß Fliege, Alter. Oder ich überlege immer noch, ob ich die 10 Millionen nicht cheate. Aber dafür die 3 Millionen halt legit mache. Das überlege ich noch. Ich denke, es wird trotzdem 300 Parts haben. Außer wenn ich es cheate, dann wird es natürlich nicht so sein. Aber ich will eigentlich das nicht machen. Das will ich eigentlich nicht. Wir können es ja, wie gesagt, als chilliges Projekt nebenbei laufen lassen. Und dann machen wir es halt alles legit. Verstehst du? Ja, aber immer dasselbe sehen. Ja, an sich ist das ja auch, hast du ja auch recht. Ich weiß es noch nicht. Überlegen wir uns. Vielleicht machen wir mal ein Voting oder so in einem Stardew Valley Part und reden darüber mal ausführlich, oder? Wenn wir die 3 Millionen haben, dann reden wir mal darüber, denke ich mal, oder? Feier? Wenn wir mal die 3 Millionen haben. Aber weißt du, was wir machen können? Wir haben ja eh jetzt schon 1 Million. Oder gesagt, ich spare jetzt einfach auf die 2 Millionen, weil ich will eher das 2 Millionen Ding. Weißt du, was das 2 Millionen Ding macht? Es teleportiert dich jederzeit einfach nach Hause. Okay. Und das ist ein Item, was du jedes Mal dabei hast. Ist doch geil, oder? Cool. Und das will ich halt haben. So, und wenn wir das dann haben, dann ist dann natürlich dann nur noch 1 Million. Und dann ist die heftige 10 Millionen Spa-Session gefragt. Und dann überlegen wir uns erstmal alles. Aber wie gesagt, eigentlich. Es ist auch so schon lang genug, ne? Würde ich sagen, Stardew Valley. Eigentlich wäre es nicht mehr so schlimm, wenn wir es uns ercheaten würden, oder? Denke ich zumindest. Aber danach spielt sich nie wieder. Also, das überlegen wir uns noch, meine Damen und Herren. Was wir da machen. Wir machen einfach dann das Let's Play von vorne. Genau, sicherlich. Der Account ist abgeschmiert, ich muss mir neuen kaufen.
Ich hab mir schon einen Account gekauft. Mit Stardew Valley drauf. Und Fire ist wie immer müde. Mal durchspielen. Ja, dann hast du Safety 500 Bucks. Was? Dann hast du Safety 500 Bucks, wenn du jetzt nochmal neu anfängst. Genau, mach ich bestimmt. Ja. Was meinst du, wenn du kurz pissen bist oder so und ich bei dir bin, kann ich den Spielstand löschen? Okay. Was machst du dann, hä? Aber stimmt, ihr wolltet ja eh zu mir kommen, glaube ich. Und da wollten wir, glaube ich, vielleicht ein... Ja, nee, 24 Stunden Leist- oder gesagt Aufnahmemarathon wird erstmal noch nix, denke ich. Bis ich eine eigene Wohnung habe. Wir wollten ja sowas machen, ne? Ich denke, das funktioniert hier einfach nicht. Ja, wenn... Wenn nur so Wochenende oder so, würde das gehen. Nee, das selbst nicht mal das. Ihr willst in 24 Stunden das machen. Reicht aber das 23 Stunden. Wir können ja an sich mal, das so machen, dass wir hier vielleicht einen 12-Stunden-Marathon oder so machen. Kann man auch. Das wäre ja schon mal die Hälfte. Dann kommt der 12-Stunden-Marathon Nummer 2. Und außerdem, wie gesagt, für den 24-Stunden-Marathon bräuchte ich halt noch, noch eine easy Festplatte. Müssen wir auch mal eine Festplatte einbauen, dass die so ein paar Gigabyte haben. Hä? Ich brauch auch mal eine Festplatte. Und wieso bist du schon wieder so leise, Alter? Darum! Du machst dich immer leiser, warum? Man hört dich nicht. Mach ich gar nicht. Doch, man hört dich nicht, Mann. Raff's doch mal. Du bist ein Spaß! Boah, ich bin mega müde. Es ist erst 18 Uhr und du bist gerade aufgestanden. 18 Uhr. Was? 18 Uhr, es ist 19 Uhr. Pfosten. Ha! Heul, Suse. Ich bin um 19 Uhr. Und zum Typen sagt er, um 19 Uhr geht er päh. Und sagt ein Muschi. Ne, guck mal, der Bauer geht um 19 Uhr pennen, Feier sagt so Muschi. Der hat auch nichts gemacht, so großartig. Nee, der ist den ganzen Tag unterwegs und macht alles und du bist faul auf deinen fetten Arsch. Machst gar nichts und du bist müde und willst pennen, aber sagst Muschi zu denen, wenn er kaputt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Das war nicht anstrengend. Das ist klar anstrengend, guck mal, was er macht den ganzen Tag, Alter. Der geht die ganze Zeit rum, füttert seine scheiß Kühe, melkt die. Weißt du, wie melken schon Kraft kostet, Alter? Ja, gar nicht. Ja, genau, Alter. Vom PC hocken kostet keine Kraft, mit Chips fressend. Es ist anstrengend, die Tüte aufzumachen. Oder, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich habe ja gesagt, Feier, wir machen heute 4 Parts, ne? Da musst du es jetzt aber auch durchhalten, ne? Mhm. Doch, das war ja ein Versprechen. Bisschen Scheiß. Ja, aber wie gesagt, dann haben wir ja, wie gesagt, noch... Vielleicht machen wir ja noch 2 kürzere Parts, oder? Oder willst du lieber nochmal so eine Parts machen? Mir egal, also je nachdem, was ich hab Zeit bin. Also ich will auf jeden Fall einen kürzeren Part machen. Mindestens. Warum? Einfach machen wir noch einen ganz kürzeren Part, der einfach sehr, sehr unterhalten ist. Und dann passt alles. Den machen wir als Abschluss, oder? Aber wie gesagt, wir hatten ja schon eine XXL-Folge gemacht, ne, wo wir 3 Parts gemacht haben. Da passt das eigentlich ja mir jetzt sogar noch... Und wir haben jetzt auch an sich so 2 Tagesparts jetzt gemacht. Jetzt können wir eigentlich sogar 2 kürzere Parts machen, wenn du willst. Das ist eigentlich nicht schlimm, also ich zocke nebenbei jetzt.
Was zockst du? Irgendwas auf PlayStation 1 Simulator. Jawohl, das ist professionell, meine Damen und Herren. Ja, ganz klar. Ich kann hier die ganze Zeit zugucken, aber was immer das ist. So langweilig. Du wolltest doch dabei sein. Ja, ich bin doch dabei, also reicht doch, wenn ich mitkommentiere. Ja, gut, aber wenn man es nicht hört und du nicht rumschreist, weil du stirbst, dann passt das auch alles. Dann juckt's mich an sich ja auch nicht wirklich, aber weil du schreist halt jedes Mal, wenn du dann stirbst. Das ist halt einfach, das passt halt einfach nicht. Guck mal, der angelt schon wieder, statt seinen Shop zu führen. Feier. Ja, der ist ein Lappen, ehrlich. Aber du schaust auch schon nebenbei noch rein, oder? Warte, ich habe ja hier zwei Bildschirme, dann mache ich hier einfach Skype groß. Ach so, also du siehst es. Ja, okay. Okay. Du kannst mich immer ab und zu fragen, ich sag, was da gerade passiert. So. Ja, wenn was Lustiges ist, dann frage ich dich, ob da was passiert. Ach, ich habe ja auch Spyro gedownloadet, alle drei Teile. Ja. Kannst halt darüber auch mal reden, wenn du willst. Spyro ist ein geiles Spiel, also ich zocke gerade mein Lieblingsteil. Nee, ich weiß gar nicht, habe ich einen Lieblingsteil? Ich weiß es nicht. Sind alle geil. Sowohl der 2er als auch der 3er sind die besten. Aber der 3er ist einfach der mega geilste. Den habe ich, glaube ich, früher am meisten gesuchtet. Von allen. Ich bin gerade in dieser... Keine Ahnung, für die, die es kennen, kennt ihr noch da in Welt 1 dieses Wolkenlevel? Also ich kenn's nicht, ich hab Spyro jetzt nie, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Ich hab sogar einen Teil gespielt, mal kurz. Welchen? Damals. Auf PlayStation 1, ich weiß halt nicht mehr welchen, welcher das war, das ist halt schon lange her, weißt du? Kein Plan mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich hab's nur kurz angespielt. Bei einem Kumpel war ich. Und der hatte das da gespielt. Und ich hab dann gesagt: Ja, ey, das sieht cool aus. Ich würd's auch mal gern spielen. Wenn er eine geile Kindheit gehabt. Ja, ja. Wer das gespielt hat, kann von sich behaupten, er hat eine geile Kindheit gehabt. Weil. Wie gesagt, der hat's halt gespielt. Und ich hab gefragt, ob ich auch spielen kann. Ich weiß halt nicht, welches das war. Ich glaube, das war sogar das, was du Let's Played hast, glaube ich. Das sah so ungefähr so aus. Ja. Kann gut sein. Zumindest denke ich das. Ich habe so in Erinnerung. Ja, ich habe sowas wie Spyro 2 in Erinnerung. Also gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diesen Part. Bam! Haut den Like-Button kaputt. Spaß. Meine Freunde, ich trinke natürlich noch zum Ende. Eistee. Ist ja ganz klar. Mein Dad sendet mir gerade Bilder auf WhatsApp, da wo wir grillen waren. Und ich habe immer noch einfach mein Gamescom-Armband. So, Freunde. Feier. Ja. Warum strecken wir diese Parts eigentlich immer? Ach, keine Ahnung. Ja, wegen... Es ist ja nicht wegen dem Geld. Das ist ja klar, ne? Also... Wegen Knete. Knete. Oder? Geil, ich hab 1000 Edelsteine. Ey, man hat's gehört, mach das mal leise. Man hat es gehört, wie du so einen scheiß Edelstein eingesammelt hast. So, meine Freunde, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Ja, das hört man, Junge, mach das mal aus, Alter. Tschüss. Ja, auch jetzt extra. Junge, mach jetzt aus. Ich nehme mal noch auf. Mach jetzt aus. Mach das jetzt aus. Die Aufnahme läuft immer noch. Eistee40, meine Damen und Herren. Ganz einfach von Solevita, ne? Die trinke ich immer noch. Ja, Freunde, feiert wie immer Sounds an. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.